Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Thief. Ja, nach einer etwas längeren Pause geht's wieder weiter. Ich konnte nicht aufnehmen, weil ich krank war leider und meine Stimme war nicht so gut. Aber jetzt geht's wieder weiter und ich freue mich schon drauf. So, was machen wir als erstes? Ich habe gerade wieder ein bisschen Fingerübungen gemacht, um mich wieder ein bisschen dran zu gewöhnen. Wir müssen uns erstmal was ansehen. Ich bin da gerade ein bisschen rumgelaufen und habe was entdeckt. Ich glaube, das war sogar hier. Nö, aber das nehmen wir auch mit. Sehen wir uns nochmal ein bisschen um. Also nochmal zur Wiederholung. Was haben wir letztes Mal gemacht? Das hätte ich eigentlich gleich sagen können. Nee, da ist nicht mehr. Okay, dann sage ich das jetzt. Also wir haben das letzte Mal diesen Schädel für Vittorio wieder beschafft. Und den haben wir jetzt auch. Und den müssen wir jetzt wieder zurückbringen. Das werden wir auch gleich machen. Aber wir wollen uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Hier gibt es was zu holen, habe ich gerade gesehen. Das ist hier auch der Verdächer von Riverside. Ne, unten stand das. Das ist. Ach, da muss ich hoch. Das ist die Kardinalisation, in der ja irgendwie noch so Schmuck sein sollte. Da ist ein Fenster, das will ich mir nochmal ansehen. Hier müsste es aber irgendwo noch weitergehen. Naja, wir wollten das ja. Da sollte irgendwo Schmuck sein. Und. Oh, da kann man auch hoch, ja, genau. Und den haben wir ja noch nicht gefunden. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und das könnte man vielleicht dann hier wiederfinden, aber ich habe es bislang nicht gefunden. Es ist hier auch nicht so viel. Mensch, wo war das denn? Da konnte man noch irgendwo reingehen. Da aber nicht. Aber hier kann ich mal hochgehen. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Also wir werden gleich den Schädel zu Vittore zurückbringen. Und danach gehen wir zum Haus der Blüten. Das ist dann das nächste. Das ist dann unser eigentlicher Auftrag, unser Hauptauftrag. Nee, dahin so. So, mit meiner Leertaste geht das eben nicht so gut. Nee, 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 du sollst hier lang gehen. So, genau. Das war nicht so gedacht. Aber da waren wir doch schon mal, oder? Ich meine schon, da kamen wir doch her. Ich muss wieder leise sein. Mich wieder daran gewöhnen. Ja, gut, da will ich aber jetzt erstmal nicht hin. So, gehen wir mal wieder zurück hier. Da war doch gerade noch was anderes. Ich hab's doch gesehen. Hier rein. Und da wieder raus. So. Wo war das denn? So, gehen wir wieder hier runter und da hoch. So, war das vielleicht hier? Ach, da ist ein Fenster, okay. Nö, da war ich ja gerade. Jetzt gucken wir uns mal. An, wo wir dahin kommen. Da war noch irgendwie so eine kleine Kammer. Die habe ich doch gerade gesehen, Freunde. Und da waren noch ein paar Wertgegenstände. Die will ich mir natürlich noch holen. Schließlich bin ich ein Dieb. So, also mal sehen. Was? Ja, komm mal rauf. Wo sind wir denn jetzt? Bestimmt waren wir da auch schon mal. Also, ja, ich bin eben etwas raus. Sehen wir uns mal ein bisschen um hier. So, Karte ansehen. Garrett, hier sind wir. Was ist das denn? Moment, ich muss jetzt irgendwie was, wo, wie? Ah, da kann ich drehen. Okay, ja, okay. Ich will das so lassen. Da ist das Haus der Blüten. Da müssen wir hin. Aber das erst nachher. Jetzt sind wir hier. Gut, da will ich gar nicht hin. Da ist der Händler und da ist Vittorio. Da müssen wir hin. Vittorio heißt der einfach nur. Okay. Und das da ist die Mühle. Ich hoffe, ihr könnt den Mauszeiger sehen. Ich habe festgestellt, in der letzten Aufnahme von, ja gut, jetzt erst wieder raus hier. Also wieder zurück. In der letzten Aufnahme von, was war das? Moment, ich gucke eben noch da hoch. Beyond Earth, da war der wohl nicht. Upsi. Der Langfinger ist weg. Ganz sicher. Da war der Mauszeiger, glaube ich, irgendwie nicht zu sehen. Also gleich wieder weg hier. Das, ne. Ich will diese alte Kammer noch finden und dann schleichen wir uns wieder ganz langsam und vorsichtig zurück zu Rubitori. So, da sind wir wieder durch. Jetzt eben noch diesen Raum finden. Der kann auch nicht so weit weg sein. Komm runter. Runter. Garrett, jetzt runter hier. Na also, geht doch. So, war das denn jetzt hier? Nö. Mensch, wo war das denn? War ich denn da oben auch gerade schon irgendwie?
Ah, da kann man hoch. Okay, aber so wie es aussieht, bringt uns das auch nichts. Ich will diesen einen Raum wiederfinden. War das doch da drüben? Ja, das könnte sein. Ah, doch, ja, ich glaube, das war hier. Erstmal die Kerzen ausmachen. So, hier rein müsste es gehen. Aha. Ja, da sind wir auch. Naja, waren nur drei Goldstücke. Das auch nur drei. Und da hinten war doch noch eine Münze. Genau, hier, da, so. Nee, eine brauchst du. Ja, für sieben. Okay, cool. Dann haben wir auch das. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Also wieder zurück. Und jetzt schleichen wir uns mal zu Vittori. Und da ist auch dann auch ein Händler dann. Und da können wir dann auch hin. So, da unten ist jetzt wieder die Kanalisation. Wo muss ich hin? Da lang. Da, hier, da lang, genau. Da geht es leider nicht runter. Also doch, da geht es runter, aber dann stirbt man. Das habe ich auch gerade erfahren. So, einen Blick auf die Karte. Ja, das sieht gut aus hier. Wieder ein bisschen drehen hier, so. Ja, praktisch jetzt immer so mehr oder weniger geradeaus. Wir müssen dann hier ein bisschen nach links. Also aus der Blickrichtung von Garrett jetzt. Uns ein bisschen links halten. Und dann sollten wir da wieder hinkommen. Okay, dann machen wir das mal. Also machen wir mal das Tor hier auf. So. Aha, da geht's auch lang. So, jetzt heißt es wieder vorsichtig sein. Da ist an dieser Seite kein Hebel. Ja, da sieht man aber nichts. Sieht man da einen Hebel irgendwie? Ah, ich glaube, das ist das Tor von der anderen Seite, das andere da. Was wir da hatten. Ich will mal da nach unten gucken. Also ich bin ja immer noch neugierig. Wir müssen ja nicht da uns so besonders beeilen, aber ja, da liegt doch was, genau. Inventar ist voll. Ein schönes Stück. Sehr schön. Sonnenblumenbrosche, glaube ich, habe ich gelesen. Jetzt sehen wir uns das mal an. Sammlerstücke, ewige Blumen. 2 von 6. Sonnenblumenbrosche, genau. Diese Pflanze verkörpert Stolz und bedeutet als Geschenk entweder Bewunderung oder Mitleid. Und wir haben dann noch die Fliederbrosche. Gut, aber das haben wir jetzt genug angesehen. Wir gehen wieder zurück. Haben wir das gefunden? Sehr schön. Hier hoch. So, da müssen wir in diese Richtung, denn durch das andere Tor hinter uns kommen wir nicht. Ich stehe hier gerade recht ungünstig mitten im Licht. Ah, das kenne ich doch. Ja, da waren wir doch schon mal. Richtig. Ja. Ist nur die Frage, wie wir da jetzt wieder hoch. Ah, da vorne kommen wir hoch. Na komm, hoch damit dir, Garrett. So, jetzt sehen wir uns nochmal auf der Karte um. Aha, gut. Ne, Moment, ich muss hier. Lass da. Ja, ne, dem Gang folgen und dann da vorne links abbiegen und dann wieder rechts. Die Leute, die da stehen, die sollten uns nichts tun. Wir lassen sie jedenfalls in Ruhe. Aber da sind Wächter irgendwo. Ja. Also, da kann ich mich dran erinnern, ich will hier lieber nach oben. Aber wir haben ja hier ein Seil. Ach, das war das mit diesem Querseil da. Wo man dann einfach so durchspringen kann. Ja, schön, aber das bringt jetzt hier auch nicht so viel. Ich muss ja nach da vorne. Da muss ich doch irgendwie rumschleichen, denn da oben lang scheint es nicht zu gehen. Ja, und hier haben wir ja schon alles abgesucht. Also, wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Aber da kommt man noch hoch. Ja, ich gucke erst mal, wo ich bin. Ach, Moment, das ist ja gar nicht so verkehrt. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, ich muss weiter nach rechts mich wenden. Weiter nach rechts in dieser. Ja, dann ist das ja die falsche Richtung. Nee, dann will ich da ja nicht hin. Ja, wir müssen doch nach unten. Aha, da.
Da ging gerade ein Wächter weg. Okay, der ging aber gerade weg. Hoffentlich kommt er nicht wieder zurück. Oder nicht so bald zumindest. So, komm hier hoch da. Okay, auf die Karte gucken. Ja, gut, nach rechts. Hier lang. Aha, da ist wieder einer. Ja, geh du nur mal brav vorbei. Na komm, geh weiter. Bleib nicht stehen. Gut, so ist es recht. Nee, da will ich jetzt nicht rein. Ah, ich muss da unten durch. Ja, okay. Moment mal, da unten, das ist doch da, wo... Ups, schnell weg hier. Wo einer steht. Mhm. Da steht auch einer und da ging gerade einer weg. Okay. Richtig, also nochmal auf die Karte gucken. Ich muss jetzt gleich da rechts um die Ecke. Das ist ja hinter diesen Kisten. Hoffentlich kommt jetzt gleich niemand. Da geht nämlich immer einer lang. Da steht einer, okay. Aber wir sind hier schon unten. Ach Moment, da ist es ja schon. Nee, oder? Doch, das muss das sein. Habe ich den da vorne schon beklaut? Moment, Z. Nee, der hat noch was. Dann will ich das mal versuchen. Ups, aber erstmal weg hier. So. Bisschen klein machen, das kann nicht schaden. Ich kann mal speichern. So, schnell zwischendurch mal. Das ist nicht verkehrt. Und ein Blick auf die Karte kann auch nicht schaden. Ja, wir sind schon da. Aber ich will es nochmal wagen. Ich will versuchen, den Armbrustschützen da vorne zu beklauen. Der geht gerade dahin, okay. Da steht einer. Ich probiere es einfach. Okay, und schnell weg. Ha, das hat geklappt. So, dann haben wir ja wieder ein bisschen Geld gekriegt und wir hatten ja sowieso schon über 700 oder so. Dann werden wir das sicherlich bei dem... Moment, habe ich da was blinken sehen? Ja, ein bisschen, aber das war kein Wertgegenstand. Dann... ja, will ich betreten. Dann werden wir sicherlich ein bisschen Geld loswerden bei dem Händler. Nur müssen wir sehen, was wir da kaufen können. Und was wir brauchen können. Muss es in der Kanalisation lassen. Darf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss also irgendwas in der Kanalisation lassen. Ein Jahrmarkt ohne Attraktion. Nein, nein. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Verzögert die Sache. Nur Mut. Ach, da ist er ja, der Händler. Gehen wir erstmal zu Vittori. Ich weiß nicht mehr, was wir da als Lohn bekommen sollten. Vielleicht ist es ja ein bisschen Geld. So. Ich hoffe, euch wiederzusehen. Wunderbar! Ja, wir sind doch mein da. Schädel ist zurück! Ihr werdet treffen einen Fremden bald. Groß, dunkel, gut aussehend, kalt. Unheimlich! Das hat er schon mal gesagt. Dann ist es doppelt wahr. Ihr solltet zu uns kommen, Sir. Ich seh's vor mir. Der schwarze Bogenschütze. Schlagzeile. Jahrmarktbesitzer verschwunden. Ah, Herr Dieb. Ihr wart siegreich. Hervorragend. Ihr seid gut. Kann ich euch wirklich nicht für den Jahrmarkt begeistern? Die Legende in Leder. Keine Legende in Leder. Ah, da seid ihr ja. Bedauerlicherweise habe ich noch keine Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Kommt doch später wieder. Okay, jetzt gucken wir mal ins Inventar. Fortschritt. Ziele ist mal hier. Wir haben, genau, das haben wir jetzt erledigt. Ja, das will ich machen. Zurück.
Verfolgt. Okay, das springt dann automatisch dahin. So, zurück. Spielfortschritt. Gold, 792. Ja, okay. 16 von 82. Ja, Karte brauche ich jetzt auch nicht. Okay, wir schließen das Journal. Und gehen... Nee, was? Moment, was hat er nochmal gesagt von Informationen? Nochmal eben hingehen. Ah, da seid ihr ja. Ja. Bedauerlicherweise habe ich noch keine Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Kommt doch später wieder. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da war. Gehen wir mal zum Händler und werden da ein bisschen Geld los. Ich habe etwas für euch. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, dann zeig doch mal her. So, wie sieht's aus? Pfeile vorhanden, Breitkopfpfeil. Ja, komm, der kostet nicht viel. Kaufen. Ja, Ressourcen kaufen. Also ich muss jetzt genau gucken. Feuerpfeil. Voll. Das Wasserpfeil ist nicht voll. Also kaufen wir einen. Erstickungspfeil ist voll. Seilpfeil. Kaufen wir zwei. Stumpfer Pfeil. Haben wir doch voll, oder? Nicht ganz, aber nö, das reicht. Mit Leuchtbombe weiß ich sowieso nicht umzugehen. Mohn. Und Nahrung. Nahrung ist voll. Mohn ist auch voll, sonst hätte ich die Blüte vorhin mitnehmen können. Okay. Ressourcen verkaufen? Nö, will ich nicht. Was haben wir denn da? Werkzeug. Und Moment, das ist das. Hilfsobjekte. Okay, sehen wir uns erstmal das Werkzeug an. Wir haben noch 728. Bogenbalance. Köcherkapazität. Nö, das glaube ich ist doch nicht nötig. Lederhärtung. Was bringt das? Verringert erlittenen Schaden leicht. Okay. Lederpolsterung. Erhöht die sichere Fallhöhe. Auch nicht verkehrt. Schlösser. Oh, das ist sinnvoll. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken leicht. Okay, das haben wir schon. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken deutlich. Das will ich haben. Hier, kaufen. Mhm, ja, ich will das wirklich kaufen. So. Nun haben wir auch das. Okay, dann haben wir noch 308. Da können wir von da nichts mehr kaufen. Das sind jetzt zwei weiße Balken. Okay, also weiß heißt haben wir, blau heißt können wir jetzt, oder wäre das nächste, was wir haben können, und grau ist, können wir eben noch nicht haben. Gut, also jetzt sehen wir uns das nochmal an. Da können wir auch noch was kaufen. Erhöht den Maximalfokus mit der Glücksmünze. Ja, finde ich jetzt nicht so entscheidend, nicht so wichtig. Aschen-Salbeiöl. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Ja, finde ich nett. Aber beides zusammen geht leider nicht, weil es da zwei Goldstücke fehlen. Ja, verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Auch nicht verkehrt, aber ich will mich ja eher aufs Schleichen verlegen und nicht so den Kampf suchen. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Ja, Glücksmünze, was war das nochmal? Erhöht den Maximalfokus. Ach so, ja, Maximalfokus. Oh, was anderes kaufen nicht. Wir könnten das Geld aber auch noch sparen und dann... Ah, Moment mal, wie war das? Wir könnten uns aber auch noch schnell zu Dings begeben. Zur Königin der Bettler. Und da was spenden. Dann kriegen wir ja auch was. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, zurück. Lassen wir das mal. Für euch habe ich immer geöffnet. Das ist doch schön. Ich komme auch gerne wieder zurück. So, jetzt muss ich aber erst was anderes machen. So, gehen wir erstmal wieder raus und sehen uns dann auf der Karte um. Raus hier. So. Ja, ich will ins Südviertel gehen. Ja, ne? Und so kommt eben eins zum anderen und wir gehen immer noch nicht zum Haus der Blüten. Aber das wird in dieser Aufnahme sicherlich noch geschehen, da bin ich mir sicher. Okay, also. Karte. Ah, Moment, Spielfortschritt, sehen wir uns das mal an. Werkzeug, Upgrades, okay. Schlösserknackenqualität, okay, ja, das haben wir ja noch in Erinnerung. So, zurück, noch weiter zurück. Ziele. So, das war ja... Moment, nee, das ist schon in Ordnung, zurück. Ja, genau, hier, Karte ansehen. So, warum ist die immer schief? Da vorne ist doch irgendwie das dann, oder? Dann müssen wir im Haus der Blüten vorbei. Ja, doch, lass uns da mal hingehen.
Garrett ist da unten. Ja, gut. Journal schließen. Also, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie wieder zurückschleichen. Denn ich habe das Geld und ich will es ausgeben. Für irgendwas Sinnvolles. So, wo müssen wir jetzt hin? Vermutlich dahin. Am besten irgendwie nach oben. Sieh mal an, was da ist. Da ist gerade niemand. Das will ich jetzt auch ausprobieren. So, mal eben schnell in Sicherheit begeben. So, hier. Also, Seilpfeil war doch auf der 6. Nee, doch nicht. 6 auf der 8. So. Nee, nicht wegpacken. So, jetzt hier. So, wunderbar. Oh, verdammt. Mann, war das knapp. Gut, dass ich gleich weitergegangen bin und nicht stehen geblieben bin, weil der jetzt hier herunterkam. Oh Mann, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also ich habe schon irgendwie das im Hinterkopf gehabt und dran gedacht. Also ja, irgendwie schon, aber eben dann auch wieder nicht so richtig. Und plötzlich war der da. Aber das ging ja nochmal gut.